Hallo und herzlich willkommen bei Toy Stories Fun. Heute stelle ich euch einige Spielzeuge von Marsha und der Bär vor. Fangen wir auch mit dem ersten an. Das erste ist das Haus von den Bären. So, und jetzt nur noch schnell das Haus aus der Verpackung nehmen. So, da haben wir das Haus auch schon. Nun beginnen wir mit den Zubehörteilen. Fangen wir mit dem Hauseigentümer an. Hier ist unser kleiner Bär. Ist der nicht niedlich? Machen wir weiter mit dem Fernseher. Im Hintergrund läuft auch eine Folge von Marsha und der Bär. Hier ist ein übergroßer Teekocher. Aber für unseren Bären nur das Richtige. Hier haben wir einen kleinen Zopf. Den stellen wir mal auch zu den anderen Zubehörteilen. Das ist die Ablage für unsere riesige Teekanne. Wow, die ist aber ganz schön groß. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Marsha, die es sich auf ihrem Sessel ganz schön bequem gemacht hat. Und nun kommen wir zu dem Bärenhaus. Die Tür ist natürlich mit einem riesigen Riegel versehen. So, den schieben wir beiseite und öffnen erstmal die Tür. So, nun drehen wir das Haus einmal. Und ihr seht schon, wir haben das Teil aufgeklappt und hier seht ihr schon das Zimmer vom Bären. Und hier ist ein Kühlschrank mit ganz schön viel Fleisch drinne. Daneben ist ein Schrank für das Brot. Hier sehen wir einen Kamin und ein Bücherregal. Dieser lässt sich auch wunderbar zuklappen. Hier ist der Teppich. Ah, ein schöner roter Teppich. Nun platzieren wir den Sessel und Marsha gleich dazu. So, und nun dekorieren wir das Zimmer. Ganz links kommt unser riesiger Fernseher. Rechts neben der Brotablage stellen wir unseren Ablagetisch für die Teekanne hin. Und ganz vorne mit ist natürlich der Bär. Das waren aber nicht alle Zubehörteile. Hier haben wir noch eine kleine Tasche mit mehr Zubehörteilen. Hier haben wir eine kleine Kiste mit jeder Menge wertvollen Gegenständen. So, der Tisch kommt in die Mitte. Und das Teezubehör kommt natürlich auch mit auf den Tisch. Das Brot verstauen wir im Schrank. Und nun muss Marsha Abschied vom Bären nehmen, denn nun kommen wir zum weiteren Spielzeug. So, ich packe mal die ganzen kleinen Zubehörteile wieder ein. Das Haus wird auch schön jetzt nach hinten verstaut. Das Haus stellen wir nach hinten und hier haben wir da schon das nächste Spielzeug. Ihr seht es schon, hier sind einige Tiere dabei und eine Puppe von Marsha. Das Ganze nehme ich jetzt aus der Verpackung. Fangen wir mit Marsha an. Hier ist eine kleine Puppe von Marsha. Sie trägt ein lilanes Kleid, ein klassisches Kleid und mit einer Kopfbedeckung. Jetzt stellen wir die Marsha erstmal zum Haus und machen weiter mit den Zubehörteilen. Jetzt kommen wir zu den Tieren. So, die lege ich erstmal dahin und wir fangen an mit dem kleinen Schweinchen. Das ist ein kleines, niedliches, rosanes Schweinchen. So, das stellen wir erstmal hier hin. Gefolgt von einer Ziege, die sogar auf allen Vieren stehen kann. Hier ist noch ein Tier. Was ist denn das für ein Tier? Das ist ein Eichhörnchen. Ist nicht so gut zu erkennen, aber das Eichhörnchen stellen wir auch mal neben der Ziege hin. Das ist ein kleiner Hase. Oh, der Hase ist aber ganz schön süß. Den stellen wir auch mal neben den Eichhörnchen. Die haben auch etwa dieselbe Größe. Und noch ein kleiner süßer Pinguin. Aber wie kommt der denn in den Wald? Und zu guter Letzt haben wir noch den Hund. So, der Hund muss auf alle Tiere aufpassen und den stellen wir mal neben das Schweinchen hin. So, hier seht ihr nochmal alle Tiere. Und hoch, wo ist denn der Hund hin? Und nun auch das Schweinchen. Und jetzt ist auch die Ziege weg. Das Eichhörnchen, das Kaninchen und der Pinguin. Alle sind jetzt weg. Hier haben wir das nächste Spielzeug von Marsha. Hierbei handelt es sich um ein Geburtstagsevent. Denn wie ihr schon sehen könnt, Marsha feiert ihren Geburtstag. Mit dabei sind wieder jede Menge Zubehörteile. Fangen wir mit den Geschenkboxen an. So, das Ganze nehmen wir aus der Verpackung und stellen die alle mal hin. Hier könnt ihr schon sehen, in der grünen Geschenkbox ist nichts drin. So, wir haben eine riesige blaue, eine etwas kleinere grüne und eine ganz kleine rote. Die Verpackung brauche ich nicht mehr und die stelle ich erstmal zur Seite. Zu den ganzen Geschenkboxen haben wir auch die passenden Spielzeuge. Ein kleiner Hase, ein etwas größerer Elefant und natürlich eine Spielzeuglokomotive. Ja, hier verknüpfen wir die schon, die einzelnen. Ah, aber ihr seht schon, Orange muss mit Grün verknüpft werden. Wow, ist der nicht cool? Oh, der lässt sich auch sogar fahren. So, den kleinen Hasen packen wir in die rote Geschenkbox. So, den etwas größeren Nilpferd packen wir oder den Elefanten packen wir mal in die grüne Geschenkbox. Und passt dann jetzt die Lokomotive noch in die große blaue Box? Das finden wir jetzt heraus. Orange passt rein, Gelb passt rein und Grün passt rein. Wow!
Nun machen wir weiter mit Masha. So, wir nehmen erstmal die Puppe von Masha aus der Verpackung. Ihr seht schon, Masha hält einen kleinen Luftballon in der Hand. Masha kann stehen und auch sitzen. So, den, wir wollen mal, dass sie sitzt. Oh, den Luftballon müssen wir natürlich abmachen. So, Masha sitzt und den Luftballon packen wir zur Seite. Aber was fehlt denn noch auf unserer Geburtstagsfeier? Natürlich der Kuchen. So, der Kuchen sieht aber lecker aus. Den stellen wir mal mit zu Masha. Ein Gast von Masha hat zu viel Kuchen gegessen und hat nun Bauchschmerzen. Und deshalb kommen wir zum weiteren Spielzeug. Einen Krankenwagen. So, den nehmen wir aus der Verpackung. So, hier seht ihr das Spielzeug. Fangen wir wieder mit den Zubehörteilen an. Hier sehen wir einen großen Wolf. Oh, den Wolf lassen wir mal sitzen. Hier ist ein etwas kleinerer Wolf. Das ist wahrscheinlich der Arzt. So, der Arzt kann die Arme vor und zurück bewegen. Und die Beine lassen sich auch vor und zurück bewegen. Der Arzt kann auch stehen, aber wir lassen ihn mal sitzen. Hier ist ein kleiner Arztkoffer, in dem können wir jede Menge Arztutensilien verstauen. Hier sehen wir einen Gips für das Bein und einen Gips für den Arm. Was haben wir denn hier längliches? Ah, das ist die Spritze. Ai. Ich glaube, der Wolf hat Angst vor der Spritze. Hier haben wir noch eine kleine Trage für jemanden, der nicht mehr laufen kann. So, den Gips machen wir mal an den Wolf. Ah, und wenn das nicht schon genug wäre, machen wir mal noch den Gips für den Arm auch an den Wolf dran. So, und der muss auf die Trage, denn der kann nicht mehr gehen. Damit der Wolf die ganzen Schmerzen unterbinden kann, geben wir ihm erstmal eine Spritze. Hier haben wir wieder eine kleine Puppe von Masha. Wow, ist die nicht süß? Die stellen wir mal neben das Auto hin. Hier haben wir einen kleinen Feuerlöscher. Und hier haben wir noch eine kleine Sauerstoffflasche. Das ist für die etwas besonderen Notfälle. Hier haben wir noch einen kleinen Rollstuhl. Ah, der Rollstuhl wäre doch perfekt für den Wolf. Ah, ihr seht schon, die Räder lassen sich auch gut drehen. So, da der Wolf einen Gips hat, setzen wir mal den in den Rollstuhl. So, wir schieben ihn mal nach hinten zu Masha. So, die Feuerlöscherflasche und die Sauerstoffflasche können wir mal zur Seite tun. Und nun kommen wir zum Spielzeugauto. Die Vordertür lässt sich super öffnen. Das Dach lässt sich auch super öffnen. Hier können wir sehen, wie wir die Trage verstauen sollen. So, wir drehen das Auto einmal und ihr seht, auch die hinteren Türen lassen sich super öffnen. Auch die Seitentür lässt sich natürlich öffnen. Hier seht ihr es auch. Und so sieht das Auto von vorne aus. Mit einer schönen 03 vorne. So, und hier kommt auch der Krankenwagen angefahren. Wir öffnen die Türen, nehmen die Trage raus. Und da der Wolf verletzt ist, tun wir den Wolf auf die Trage drauf. So, aber jetzt schnell in den Wagen und los geht's. Natürlich ist auch noch vorne Platz für Masha. Masha darf natürlich auf dem Beifahrersitz und wir verriegeln die Tür und los geht's. Aber Moment mal, der Rollstuhl wurde ja vergessen. Ah, und hier haben wir den kleinen Bären. Ist der Bär so freundlich und nimmt den Rollstuhl mit? Vielen Dank, lieber Bär, dass du den Rollstuhl weggebracht hast. Der Rollstuhl wurde zurückgebracht und nun stellen wir Masha neben die andere Puppe. Der Kuchen kommt mit dazu und jetzt kommen wir zum letzten Spielzeug. So, das Haus holen wir mal nach vorne. Das Ganze nehmen wir aus der Verpackung. Aus der Verpackung genommen, seht ihr schon, das ist diesmal nicht das Haus von den Bären, sondern von Masha. Auch hier haben wir wieder jede Menge Zubehörteile. Aber diesmal fangen wir mit dem großen Haus an. Auch dieses Haus hat einen riesigen Riegel vor der Tür. Wir schieben den Riegel zur Seite, drehen das Haus einmal und öffnen das hintere Zimmer. Das ist das Zimmer von Masha. Hier hat sie einen kleinen Teppich. Hier hat sie noch einen Spielplatz für ihre Lokomotive, ihr Bett und ihr Kleiderschrank. Unten kann sie natürlich viele Dinge verstauen. Ihr Zimmer sieht noch recht leer aus. Deshalb schauen wir mal, ob wir noch Zubehörteile haben. Und wir nehmen uns mal die hier. Hier haben wir einen kleinen Wippstuhl und natürlich den klassischen Tischspiegel. So, die beiden bringen wir mal an. Den Wippstuhl platzieren wir auf den Teppich. Und den Spiegel platzieren wir mal hinten links. Hier haben wir noch mehr Zubehörteile. Eine kleine Kiste, in der können wir die ganzen kleinen Gegenstände verstauen. So, ich nehme mal die ganzen kleinen Gegenstände aus der Packung. Oh, und ich tue sie auch sofort in die Kiste. Ihr seht schon. So, den Bären lassen wir noch da. Können wir jetzt die Kiste noch schließen? Ja, die Kiste lässt sich auch super schließen. So, die Kiste packen wir rechts hin und den Bären legen wir auf Maschas Bett. Und zu guter Letzt haben wir noch eine weitere kleine Puppe von Masha. So, die kleine Figur nehmen wir mal aus der Verpackung. So, und nun packen wir Masha in den Wippstuhl und versuchen den Stuhl zu wippen. Ah, klappt ja wunderbar. So, das wär's dann noch mit dem heutigen Video.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch haben die Spielzeuge von Mascha gefallen. Welches war euer Lieblingsspielzeug? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt mich kostenlos abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.